Apfel. Oh, ich sehe nichts. Das sind Pfannkuchen. Oh, das kann ich doch. Alles klar, das hier brauche ich. Ich bin bereit. Ich habe alles im Griff. Also, gleich mache ich ein paar richtig leckere Pfannkuchen. Das ist mein Spachtel. Wunderschöner Teig. Der kommt jetzt auf die Pfanne. Und jetzt umdrehen. Schon ist der erste fertig. Wunderschön. Wir machen weiter. Ich mag dieses Weiß nicht. Eiskaltes Händchen bringt mir meine Lieblingsfarbe. Was für ein seltsames Ding. Na also, vielen Dank. Ich gebe ein bisschen Farbe hier rein. Und jetzt ab auf die Bratpfanne. Oh ja, das sieht richtig gut aus. Super. Ich glaube, das ist der perfekte Pfannkuchen. Was sollte ich denn machen? Ich mache was ganz Besonderes. Das ist der Umriss. Und jetzt füllen. Was könnte ich noch hinzugeben? Hey, wieso kommt da nichts? Ups. Ups. Schmeckt übrigens richtig lecker. Yummy. Oh, was du nicht sagst. Und jetzt brauche ich noch ein bisschen Farbe. Wunderschön. Jetzt noch umdrehen. Oh, das sieht ja toll aus. Meine Pfannkuchen sind fertig. Da kommt noch ein bisschen Ahornsirup drüber. Yummy. Wow. Meine schwarzen Pfannkuchen sind die besten. Oh, was hat die denn da gemacht? Okay. Und rot passt da wunderbar dazu. Na also, gefällt mir gut. Und hier kommen noch ein paar Spinnen drüber. Wie eklig. Fertig. Bitte sehr, meine Kleine. Du solltest mein Einhorn probieren. Diese Pfannkuchen sehen super aus. Du solltest meine probieren. Oh, das sieht ja richtig toll aus. Was ist das denn? Ich will diese Spinnen nicht. Probieren wir mal. Ich hoffe, das ist nicht gefährlich. Das schmeckt ja köstlich. Was soll ich als nächstes probieren? Ich will das hier. Wow, schmeckt ja auch richtig gut. Da will ich gleich alles aufessen. Das war super. Und jetzt probiere ich diese Pfannkuchen. Oh, richtig super. Die hier sind die besten. Ja, ich habe gewonnen. Ich bin fast fertig. Schafft ihr das? Alles klar. Aha, die sollte jetzt nicht schlafen. Eiskaltes Händchen, weck sie auf. Oh, lass mich bloß in Ruhe. Ich wünsche mir Pommes. Okay. Das mache ich doch gleich, meine Kleine. Zuerst die Kartoffeln schälen. Oh, das ist eine schöne Sache. Richtig beruhigend. Yeah! Ich mache das gleich mega schnell. Ups, tut mir leid. So, ich bin fertig. Das kommt jetzt aufs Brett und jetzt zerschneiden. Und zwar ganz, 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 ganz schnell. Und schon habe ich ganz viele Kartoffeln. Hier kommt noch ein bisschen Lebensfarbe mit rein. Etwas schütteln und noch ein bisschen. Wow, was für eine schöne Farbe. Ein bisschen grün, ein bisschen gelb und noch viele, viele Farben. Jetzt brauche ich Öl. Schön viel Öl. Super. Da kommen jetzt meine Pommes rein. Und jetzt rausholen. Na, sieht doch toll aus. Oh, alles klar. Also, ich brauche ein extra Messer. Na also, ich bin fertig. Okay. Das kommt jetzt auf die Bratpfanne mit genug Öl. Und jetzt kommen da die Kartoffeln rein. Mann, das wird sicher lecker. Ich bin fast fertig. Das kommt jetzt auf den Teller. Und Soße nicht vergessen. Sieht lecker aus. Meine Kartoffeln sind fertig, aber die brauchen noch etwas Farbe. Ups. Oh, wer bist du denn? Ich sollte mich sauber machen. Oh, Wednesday, was machst du denn da? Ich muss meine Pommes färben. Was? Jetzt sieht's schön aus. Schau doch mal, sieht schön aus, oder? Meine Pommes sind die leckersten. Na los, probier meine Pommes. Womit soll ich anfangen? Hä, was ist das denn? Probieren wir mal. Schmeckt das auch? Gefällt mir gut.
Eindeutig, das war super. Mh, das sieht auch appetitlich aus. Einmal in die Soße tunken. Das war auch richtig gut. Und was ist das hier? Mann, das schmeckt so lecker, da will ich gleich alles aufessen. Oh, ich glaube, ich bin satt. Geht's dir gut? Oh ja, das war viel zu gut. Diesmal wünsche ich mir einen Burger. Hä, was ist das? Ich habe gesagt, einen Cheeseburger. Oh ja, das kann ich. Ah, das schaffe ich auch. Oh, mach dir keine Sorgen. Ach ja, ich nehme mir zuerst die Brötchen ein bisschen anbraten. Jetzt brauche ich Hackfleisch. Daraus mache ich eine Bulette. Ab auf die Pfanne. Und jetzt noch ein bisschen Käse, Salat und fertig ist mein Cheeseburger. Sieht appetitlich aus. Brötchen, ist doch voll langweilig. Ich sollte was anderes nehmen. Ganz genau, Bonbons. Und ein paar Donuts. Mega lecker. Ich nehme mir einen und schneide ihn auf. Lecker schmecker. Weg mit der Verpackung. Da kommt jetzt ein Schokoriegel drauf. Und noch etwas Gel. Muss ich probieren. Oh, ganz schön sauer. Das kommt auf die Schokolade. Und da kommen noch ein paar Marshmallows drüber. Und noch diese süße, sauren Stangen. Und Sirup. Na, was sagt ihr dazu? Also, ich brate mein Brötchen mit der Bulette. Und jetzt mache ich Zähne aus dem Käse. Das wird super. Hier fehlt noch eine Gurke und noch etwas Rotes. Da mache ich ein paar Löcher rein. Und da kommt Mayonnaise rein. Na also. Wo soll ich die Pupillen hernehmen? Alles klar, ich habe ganze Augen gefunden. Hey, eiskaltes Hähnchen. Oh mein Gott. Oh Mann, du machst mir Angst. What's the matter with you? Super, genau diese Augäpfel brauche ich. Yummy. Tada! Mein Burger wird der leckerste sein. Da bin ich mir nicht sicher. Na, schau dir mein Gericht an. Oh, das sieht ja richtig toll aus. Ich muss dieses Monster hier probieren. Schmeckt mega lecker. Super. Und was haben wir hier? Einen ganz einfachen Cheeseburger? Probieren wir mal. Ah, so lala, nichts Besonderes. Und was ist das denn hier? Unglaublich, das ist ja ein süßer Burger. Oh ja, der ist einfach wunderbar. Aber ich suche dieses Monster aus. Wie denn das? Na, was wünschst du dir diesmal? Ich bin durstig. Ich wünsche mir einen Milkshake. Ah, das ist doch ganz einfach. Oh, das muss ich mir mal genauer ansehen. Okay. Alles klar. Oh, das werde ich gleich hinbekommen. Also, ich brauche etwas Milch. Jetzt Kakao. Schön viel davon. Schön umrühren. Und hier kommt noch was ganz Besonderes rein. Und zwar eine Schokolade. Noch mehr und noch viel, viel mehr. Schön umrühren. Das ist meine Lieblingstasse. Da kommt das Getränk rein. Na also, wir sind fertig. Was soll ich mir einfallen lassen? Lecker schmecker Schokolade. Ja, das ist genau das, was ich brauche. Jetzt brauche ich noch Zucker. Ist das nicht zu viel Zucker? Genau die richtige Portion. Viel, viel, viel mehr Zucker. Das wird richtig lecker. Ah ja, genau. Jetzt brauche ich noch Milch. Oh, das lässt sich nicht öffnen. Aua. Oh, armes Ding. Ja, kommt vor. Schmeckt lecker. Jetzt brauche ich noch Lebensmittelfarbe. Oh, was für eine schöne Farbe. Ich liebe Rosa. Ich möchte alles schön machen. Eintauchen. Und jetzt noch ein paar Streusel. Super. Und da kommt jetzt mein Milkshake rein. Aber nicht alles füllen. Yummy. Ich liebe Schlagsahne. Schön viel Schlagsahne drüber. Na also. Hey, eiskaltes Händchen. Ich brauch dich. Was?
Sirup, natürlich in Rot. Da kommt die Tasse rein. So in etwa. Und hier noch oben drauf. Jetzt kommt da mein Milkshake rein. Und Schlagsahne. Ein paar schöne Fledermäuse. Und Strohhalm nicht vergessen. Wir sind fertig. Schau dir meinen Cocktail an. Alles nur für dich? Du solltest mein Milkshake probieren. Was soll ich denn auswählen? Sieht richtig lecker aus. Probieren wir mal. Sahne ist ja köstlich. Super lecker. Und was ist das? Oh, das ist von der Oma. Probieren wir mal. Köstlich, aber hätte besser sein können. Ist ja was richtig Seltsames. Ist das auch ein Milkshake? Ich mag diese Fledermäuse nicht. Irgendwie habe ich Angst. Aber schmecken tut das super. Und dieser Milkshake hat gewonnen. Yeah, hab ich's doch gewusst. Gib mir meine Brille. Ich will einen Donut. Könntet ihr mir so einen machen? Mal sehen. Ja, ich kann. Ich bin bereit. Oh, ich würde gerne so einen Donut für dich machen. Zuerst gieße ich den Teig in dieser Donut Maker. Ich fülle alle Zellen. So. Jetzt schließe ich ihn und warte ein bisschen. Und ich werde schöne Regenbogen-Donuts machen, weil einfache Donuts zu langweilig sind. Meine werden der regenbogenfarbigste, die coolsten und natürlich auch die leckersten sein. Ich gewinne diese Challenge auf jeden Fall. Gut gemacht. Sie werden super. Was hast du da? Natürlich schmecken die schwarzen Donuts am besten, aber irgendwas fehlt noch. Eine leckere Soße natürlich. Bingo. Eiskaltes Händchen, hilf mir dabei. Okay. Ah, das ist schrecklich. Ich habe Angst vor ihm. Gib mir mal die Schüssel. Jetzt kann ich die Erdbeersoße hinschütten. Ich nehme eine Spritze. Damit kann ich meine Donuts besser schmecken. So. Ich möchte einen Streich spielen. Oh, was ist das? Was ist das für eine rote Flüssigkeit? Das ist nur Erdbeersoße. Oh, du hast uns erschreckt. Das war aber lustig. Jetzt schmücke ich meine Donuts mit Soße und dem leckersten Zuckerguss. Sie sehen wunderbar aus. Schön und lecker. Sie sind ein bisschen gruselig. Und meine schönen Donuts sind auch fertig. Ich lege sie auf einen Teller und bestreue mit Puderzucker. Das ist ein klassisches, sehr leckeres Rezept. Ja, das ist genau das Richtige. Schaut mal. Sehr gut. Enid, schau auf meine Donuts. Sehr gut, aber meine sind Regenbogen-Donuts. Sehr schön. Wunderbar, du bist eine echte Köchin. Ich möchte sie mit Streuseln schmücken. Oh, es geht nicht auf. Der Deckel klebt sie so fest. Komm schon. Aua! Oh nein. Ups. Okay, dann streue ich sie ebenso. Ja, das sind die leckersten Donuts. Iss, Schatz. Sie sehen so lecker aus. Das ist ein sehr interessanter und lustiger Donut. Ich probiere ihn mal. Er ist lecker genug. So schön. Das hat mir sehr gefallen. Und diese hier? Sie sind so einfache. Okay, ich probiere einen. Es schmeckt gut. Ja, ziemlich gut. Essbar. Oh, und da sind die Regenbogen-Donuts. Sie riechen so gut. Sie riechen nach Regenbogen. Ich probiere sie jetzt. Oh, sie sind köstlich. Alle Donuts schmecken gut, aber welche soll ich wählen? Natürlich diese hier. Habe ich gewonnen? Ich bin sehr glücklich. Wie geht es auf? Ich will Nudeln. Macht sie für mich. Ich habe gerade Wasser gekocht. Also mache ich diesen leckeren Nudeln sehr schnell. Fast fertig. Ich koche sie einfach. Was habe ich denn da? Wahrscheinlich heiß. Eiskaltes Händchen. Hier. Jetzt hilfst du mir verstehen, ob das Wasser gekocht ist. Danke, ich sehe, es ist gekocht. Händchen, hat es dir wehgetan? Nein, es war sehr heiß.
Das Wasser ist fertig. Ich gebe meine Nudeln in den Topf hinzu und koche sie. Was willst du denn machen? Ich glaube, ich mache die Nudeln selbst. Aua! Ich bin ganz im Mehl. Aber das macht nichts. Es macht sogar ein bisschen Spaß. So ist es besser. Ich streue das Mehl auf ein Brett und mache eine richtige handgemachte Pasta. Ich füge auf jeden Fall ein Ei und Salz hinzu. Jetzt knete ich den Teig. Das ist nicht einfach, aber es wird köstlich sein. Ich werde die ungewöhnlichsten Nudeln machen. Ich schneide den Teig. Und natürlich gebe ich Farben hinzu. So. Ich mache Nudeln in allen Farben des Regenbogens. Die schönsten lila Nudeln. Jetzt forme ich ein Stück. Ich mache ein paar davon. Nun schneide ich sie in kleine Stücke. Und natürlich benutze ich eine Reibe. Das wird sie in Form bringen. So, die Nudeln kommen jetzt in den Topf. Du bist so erfinderisch und klug. Okay, meine Nudeln sind fertig. Als nächstes sollte ich wohl den Ketchup dazu geben. Oh, ich kann nichts sehen. Meine Brille. Ist das Ketchup oder etwas anderes? Ich muss mehr rausdrucken. Oma, lass mich dir helfen. Man muss es aufmachen. Bitte sehr. Aua! Ich glaube, ich bin ganz im Ketchup. Ja, das ist definitiv Ketchup. Ups, aber das war lustig. Man soll vorsichtiger sein. Lacht nicht. Ich habe meine Nudeln gemacht. So ist es viel besser. Meine Nudeln sind schon gekocht und jetzt lege ich sie auf den Teller. Hier fehlt offensichtlich etwas. Händchen, komm her. Jetzt machen wir die Nudeln noch ein bisschen hübscher. Tintenfischtinte ist genau das, was ich brauche. Schwarz passt immer gut. Ich mache meine Pasta schick. Oh, was für düstere, schwarze, schöne Nudeln. Jetzt ist es genau das Richtige. Das Einzige, was hier fehlt, ist rote Farbe. Ich gebe noch etwas Ketchup dazu. Ich gieße ihn rüber. So schön. Aber mit Augen wird es noch besser. Oh, was ist das denn? Wie immer. Was hast du denn gemacht? Und ich habe meine Regenbogennudeln. Ich möchte sie selbst schon essen. Probier mal. Was ist das für ein seltsames Gericht? Ich muss es probieren, aber ehrlich gesagt habe ich keine Lust dazu. Es sieht nicht lecker aus. Igitt, die sind ja eklig. Oh, ich will diese Nudeln. Sie sehen köstlich aus. Ich würde diese Nudeln sehr gern essen. Das ist genau das, was ich brauche. Und diese Nudeln sehen so schön aus. Sehr schön. Das ist die Art von Nudeln, die ich unbedingt essen möchte. Ja, das ist unser Gewinner. Juhu, Bingo, ich habe gewonnen. Ich muss mich gut vorbereiten. Ich will einen Cocktail, einen leckeren und süßen. Eiskaltes Händchen, bist du bereit? Ich bin bereit. Fast umgefallen. Was ist denn da? Verstanden, ich mache dir einen Cocktail. Darf ich anfangen? Okay. Also, ich nehme ein paar sehr hübsche, aber saure Bonbons. Sie passen sehr gut zu meiner Idee. Ich lege sie in Förmchen. Es wird ein buntes Wunder. Ich habe sie genommen, weil sie so schön sind. Oh, sie sind aus. Okay, mein Top-Handschuh. Ich stelle sie in den Ofen. Ich soll sie ein wenig erhitzen. Gut, fertig. Schauen wir mal. Jetzt muss ich mein Gericht ein bisschen abkühlen. Sie sehen schön aus. Aus dem Förmchen. Oh, das ist lecker. Wunderschöne Becher. Jetzt nehme ich die M&M's und sortiere sie natürlich nach Farben. So wird es schön aussehen. Yummy, das ist lecker. Ich füge M&M's ins Getränk hinzu und gieße natürlich Sprite ein. Was für ein süßer, leckerer Cocktail. Mit Schlagsahne wird er noch besser schmecken. Das ist wirklich cool. Mit Streuseln sieht er wirklich schön aus.
und nun die kleinen Strohhalme. Das ist etwas Unglaubliches. Ich werde meiner Enkelin einen sehr gesunden Sellerie-Smoothie zubereiten. Ich nehme einen ganzen. Ich glaube, ich schaffe das. Iggy, das ist eklig. Jill wird es wahrscheinlich nicht gefallen. Na bitte, mein gesündester Cocktail für meine Enkelin ist fertig. Er ist wunderschön und voller Vitamine. Obenauf ein Stückchen Sellerie und einen Strohhalm. Das ist sehr gesund und cool, nicht wahr? Nein. Eiskaltes Händchen, ich brauche ein Glas. Ich hole ein passendes Glas und schmiere es natürlich mit Erdbeerensirup ein. Was soll ich da reinschütten? Ich glaube, ich nehme es breit. Natürlich füge ich Farbstoff hinzu und rühre alles mit der passenden Strohhalm um. Hähnchen, Hilfe! Okay. Oh, du hast mich wieder erschreckt! Wednesday, bring es weg! Hähnchen, beeil dich! Toll, danke! Die Schlagsahne passt gut. Es sieht wie Gehirne aus, aber für den besten Effekt schmücke ich sie mit rotem Sirup und setze ich ein Auge und eine Spinne obendrauf. Das sieht lecker aus. Perfekt. So viele Leute, so viele Geschmäcker. Probier mal. Sie sind wunderschön. Ich werde diesen Cocktail übrigens probieren. Er sieht ziemlich gut aus und schmeckt super. Und der hier? Iggy, den werde ich gar nicht erst probieren. Ich nehme den hier. Er ist köstlich. Schmeckt gut. Essbares Glas? Zu sauer. Aber das Getränk ist köstlich. Ich denke, das ist der Gewinner. Ich nehme noch einen. Juhu, ich habe wieder gewonnen. Ich bin so glücklich. Was möchtest du denn diesmal? Jetzt will ich einen Salat. So einen wie den hier, mit Croutons. Ja, natürlich. Kein Problem. Verstanden. Ich nehme die Salatblätter und zerreiße sie sicher. Oh, was gibst du mir? Danke, aber spiel so mit dem Messer nicht mehr. Ich brauche diese grünen Blätter. Sie sind so gesund und köstlich. Damit mache ich einen wunderbaren Salat. Und dieses Fleisch. Es sollte auch geschnitten werden. Genau richtig für einen Salat. Jetzt werde ich es schon legen. Ich mache einen Cäsarsalat. Also brauche ich Tomaten. Außerdem fehlen mir die Croutons. Croutons sind genau das Richtige für so einen schönen Salat. Ein bisschen Käse für den Geschmack. Sehr schön. Ich bin jetzt fertig. Und du? Ich bin mitten im Kochprozess. Ich will diese lustigen Formen benutzen. Ich schneide Gurken, Radieschen und Paprika damit. Ja, das sieht so cool aus. Und dann stecke ich sie auf Stäbchen. Das wird ein Salatschaschlik sein. Wie schön. Und ich möchte dich lieber nicht fragen, was du machst. So lustig, jetzt mache ich einen Strauß. Das wird ein schöner, leckerer Salatstrauß sein. Und es duftet schön. Super. Überhaupt nicht lustig. Oh, Paprika passt genau gut. Ich schneide sie. Ich muss die Kerne entfernen und dort den Salat legen. Ich schneide noch die Gurke. Ich liebe verschiedene Messer. Ich mache ein sehr hübsches, lustiges Gesicht. Das beißt. Es wird uns aufessen. Kann sein. Ich stelle meine schöne Salatmonster auf den Teller. Mein Salat ist fertig. Wähl meinen aus. Das ist so viel Essen. Oh, was für coole Stäbchen. Das ist ein interessanter Salat. Ehrlich gesagt, er schmeckt nicht besonders gut. Was sind denn das für Schnauzen? Was ist das schwarze Zeug? Das ist Olive. Es schmeckt ekelhaft. Furchtbar. Und was ist das für ein Salat? Käse? Hühnchen? Das ist es. Hier ist der Gewinner. Ja, ich habe gewonnen. Ich kann gut kochen. Wie schön. Oh, was für ein cooles Ding.
Komm schon, beruhig dich. Ich wünsche mir einen Donut in dieser Runde. Das werde ich schaffen. Alles klar. Oh, meine Kleine. Ich liebe es, Donuts zu machen. Ich gebe einfach den Teig in dieses Waffeleisen. Ach, sogar ich schaffe das. Aber meine Donuts werden schön bunt sein. Oh, du bist ja niedlich. Das ist zu viel für mich. Meine Donuts werden natürlich schwarz sein. Und zu schwarz passt am besten rot, also wird mein Zuckerguss auch rot sein. Und darüber kommt noch etwas weiß, damit es besser schmeckt. Hey, eiskaltes Händchen, komm mal her. Du musst mir helfen. Bring mir bitte einen Teller. Okay, jetzt reicht's. Da kommt jetzt dieser Erdbeersirup rein. Damit fülle ich jetzt diese Spritze. Wozu, werdet ihr gleich sehen. Hey, Oma, gefällt dir das? Ach du meine Güte. Oma, bitte beruhig dich. Ach komm schon, das ist doch einfach nur Sirup. Hansi, du hast die Oma erschrocken. Aber ich gebe mir doch die Mühe für deine Enkelin. Ich bin mir sicher, das wird ihr gefallen. Also ich würde von solchen Donuts sicher in Ohnmacht fallen. Yummy. Ich zeig dir gleich, wie man richtige Donuts macht. Also niemand braucht schwarze Donuts, erstens. Zweitens, Donuts muss man immer mit Puderzucker bedecken. Awesome. Das sieht schön aus. Oh. Meine Donuts sind auch schon fertig. Die machen einem gute Laune. Aber damit die noch bunter aussehen, brauche ich noch ein paar bunte Streusel. Na komm schon, blöde Dose. Wieso kann ich dich nicht öffnen? Ach du meine Güte. Das ist ja richtig lustig. Ach, Hauptsache, dass sie auf meinen Donuts gelandet sind. Such dir eine Gewinnerin aus. Oh Mann. Wednesday, das ist ja wirklich typisch, du. Die sehen gruselig aus, aber schmecken richtig lecker. Und was ist da drin? Das ist der Erdbeersirup, toll. Und jetzt probiere ich die Donuts von der Oma. Ganz schön langweilig, würde ich sagen. Die sehen ja schön aus. Richtig schön bunt. Und die schmecken toll. Also diesmal haben diese bunten Donuts gewonnen. Oh, danke schön, ich liebe dich. Wednesday, wieso machst du das die ganze Zeit? In dieser Runde wünsche ich mir einen Cocktail, der soll lecker sein. Okay. Das werde ich schaffen. Kein Problem. Können wir schaffen. Mein Plan ist es, einen Cocktail aus dem zu machen, was meine Schwester am liebsten mag. Dafür gebe ich diese Toxic Waste Bonbons in ein paar Formen. Und schmelze sie. Fertig. Na los. Mal sehen. Ja, genau das, was ich wollte. Jetzt kommen da ein paar bunte Skittles rein. Aber zuerst muss ich sie nach Farben sortieren. Probieren wir mal ein paar Stück. Oh ja, ich liebe die. Jetzt kommen die in meine Tassen. Und jetzt wird's Zeit für etwas Sprite. Mann, wie soll ich diese Dose bloß öffnen? Moment, ich habe eine Idee. Ich benutze einfach meine Haarspange. Oh nein! Jetzt bin ich nass und klebrig. Mir geht's gut. Ich habe bloß gerade in Sprite geduscht. Wie auch immer. Der Sprite kommt in die Becher und oben drüber noch ein bisschen Schlagsahne. Und noch ein paar Bonbons. Und noch mehr Bonbons. Ja, das hast du gut gemacht. Aber dein Cocktail ist so ungesund. Meine kleine Enkelin braucht natürlich Vitamine. Deshalb mache ich ihr einen Gemüseshake. Das Gemüse kommt in den Mixer und jetzt alles schön durchmixen. Ah, riecht wunderbar. Ich bin mir sicher, Margot wird es lieben. Das bezweifle ich. Ich werde meinen Cocktail mit Erdbeersirup beginnen.
Damit dekoriere ich nämlich das Glas. Jetzt kommt da etwas Sprite rein. Danach etwas grüner Sirup. Eiskaltes Händchen, ich brauche deine Hilfe. Bring mir bitte die Schlagsahne. Irgendwann werde ich das Ding zerquetschen. Hey, du hast meine Schlagsahne gestohlen. Ich beobachte dich. Vielen Dank. Du hast alles gut gemacht. Jetzt kommt da noch ein bisschen Schlagsahne obendrauf und ein Glotzer. Unheimlich vergessen. Bitte sehr. Oh, Wednesday. Typisch Wednesday. Okay. Schmeckt aber richtig gut. Und der Glotzer. Die beste Krönung. Oh. Oma, ist das wieder was Gesundes? Probieren wir mal. Igitt, ich hasse Gemüse. Gefällt mir gar nicht. Ui, meine Schwester hat sich aber was überlegt. Probieren wir mal. Mann, schmeckt ja super. Du hast schon wieder gewonnen. Yeah, hab ich's doch gewusst. Diesmal wünsche ich mir köstliche Nudeln. Okay. Ich habe da schon ein paar Gedanken. Oma, hör auf zu schlafen. Es ist Zeit zu kochen. Nudeln, alles klar. Es gibt wirklich nichts Einfaches, als Spaghetti zu machen. Wisst ihr, wie ich die Wassertemperatur überprüfen werde? Eiskaltes Händchen, hilf mir mal. Sei so lieb, sag mir, ob das Wasser schon kocht. Okay, das Wasser ist gut genug. Ich will meine Spaghetti selber machen. Also fange ich mit Mehl an. Atschi. Oh Mann, jetzt bin ich auch voller Mehl. Tut mir leid, Oma. Wollte ich nicht. So, jetzt mache ich den Teig. Ins Mehl kommt jetzt ein Ei. Oh mein. Etwa so. Mein Teig sieht gut aus. Jetzt mache ich Kügelchen daraus. Färbe sie mit Lebensmittelfarbe. Jetzt muss ich den Teig durch eine spezielle Maschine geben. Und in Spaghettiform ausschneiden. Meine bunten Nudeln sind fast fertig. Das Wichtigste beim Kochen ist natürlich, alles mit Liebe zu machen. Oh, ich sehe nichts wegen diesem Dampf. Mama. Oma, du hast vergessen, den Ketchup zu öffnen. Oh nein, jetzt bin ich selber voller Ketchup. Oh mein Gott. Wednesday, ich bin mir sicher, dass du diesen Anblick ja gewohnt bist. Ach, danke für die Serviette. Also, der Ketchup kommt jetzt auf die Nudeln. Ich bin fertig. Oma, gut gemacht. Oh, das sieht ja langweilig aus. Ich sollte meine Spaghettis noch irgendwie interessanter machen. Eiskaltes Händchen. Die Oma hat mich auf eine interessante Idee gebracht. Warum nicht den Ketchup als Blut benutzen? Und das Auge krönt die Sache. Das sieht so gruselig aus, als würde ich nicht essen. Meine bunten Nudeln sind auch fertig. Die werden niemanden erschrecken. Wednesday, willst du mich schon wieder erschrecken? Nee, deine Nudeln gefallen mir nicht. Probieren wir mal die klassische Variante von der Oma. Schmeckt gut. Na, hab ich doch gewusst. Oh mein. Oh wow, was für bunte Nudeln. Die muss ich sofort probieren. Eindeutig, die haben gewonnen. Schwesterchen, du bist die allerallerbeste. Oh, Wednesday, ich hab ja ganz vergessen. Ich habe extra eine Haarspange für dich. Ich hasse solche Haarspangen. Oh. Diesmal wünsche ich mir einen Cäsarsalat. Ganz einfach. Oh, Salate mache ich gerne. Probieren wir es mal. Beim Cäsar geht es natürlich um den Kohl. Und ums Hähnchen. Und um den Zwieback. Ach, den sollte ich nicht essen. Ach ja, den Käse nicht vergessen. Ich bin mir sicher, Margot wird das gefallen. Ich mache meiner Schwester ein Frühlingsgeschenk. Ist zwar kein Cäsar, aber ich hoffe, es wird ihr trotzdem gefallen. Wednesday, schau dir diese tolle Idee an. Finde ich gar nicht cool. Ich habe eine viel, viel bessere Idee. Ich packe meinen Salat einfach in eine Paprikaschote. Und aus den Oliven mache ich ein paar Augen.
Und schon habe ich einen kleinen Frosch. Mal sehen, was ihr gemacht habt. Oh, Schwesterherz, was für nette kleine Blümchen. Schmeckt aber nicht. Oh, die Oma hat mir einen Cäsarsalat gemacht. Genau so einen wollte ich. Wednesday, sind das etwa Oliven? Ich kann die nicht ausstehen. Igitt. Oma, du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, yeah, hab ich doch gewusst. Aua, das hat wehgetan. Oh Mann, noch einmal. Ich mag diese M&Ms. Da kommt jemand. Ich muss sofort meine Snacks verstecken. Guten Tag, Schwester. Mir geht's gut. Oh nein, ich glaube, sie ahnt was. Danke, Schwester. Das ist gar nicht das, was du gedacht hast. Was ist denn hier los? Oh, was für ein Horror. Du kennst unsere Regeln also nicht. Ich habe gesagt, keine Süßigkeiten im Krankenhaus. Ich fürchte, das muss ich alles mitnehmen. Und das hier auch. So ist viel besser. Oh Mann, jetzt habe ich keine Leckereien mehr. Moment mal. Genau. Ich habe ja meine M&Ms ganz vergessen, die ich im Gips versteckt habe. Oh, gut, dass niemand euch gefunden hat. Was könnte besser sein als meine Lieblingsschokoladenbonbons? Was? Das war's? Moment, ich habe eine Idee. Was hat denn Mia vor? Oh, wow, natürlich. Nur Freunde können in so einer schweren Zeit helfen. Mike, beeil dich. Wir müssen unsere Naschkatze retten. Wir brauchen eine Menge Snacks für diese gefährliche Mission. Los geht's. Wo gehen Sie denn hin, junger Mann? Keine Snacks im Krankenhaus. Niemand hat behauptet, dass das einfach sein würde. Oh, guten Tag. Wie geht es dem Baby? Kommen Sie schnell rein. Der Arzt erwartet Sie. Aha, sieht aus, als hätte Mike eine Idee. Mike packt all seine Snacks in den Rucksack. Zieht eine Perücke an. Oh, steht dir gut, Mike. Was kommt jetzt? Ein bisschen Lippenstift. Diese Farbe ist schön grell. Und jetzt nimmt er den Rucksack und verwandelt ihn in seinen Bauch. Oh, ich glaube, ich stehe kurz vor der Geburt. Nein, 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 mein Baby mag es nicht, angefasst zu werden. Ich danke Ihnen. Wow, hat Mikes verrückter Plan tatsächlich funktioniert? Sieht so aus, als würde Mia noch nichts verstehen. Und was sagst du dazu? Ja, Mike hat es geschafft, alle zu überlisten. Nun Zeit, die verbotene Ware herauszuholen. Wow, das sind eine Menge Leckereien. Sieht so aus, als könnte Mias Mitbewohnerin auch einen Snack gebrauchen. Man könnte ja auch teilen. Okay. Bitte sehr. Ups. Moment mal. Was hast du denn da? Keine Snacks im Krankenhaus. Diese Chips muss ich konfiszieren. So ist besser. Oh je, sieht so aus, als ob dieser Patient ganz schön krank ist. Er braucht sofort Hilfe. Schnell, wir brauchen einen Doktor. Beeilt euch, wir dürfen keine Minute verlieren. Oh, was ist denn mit ihm los? Mia, ist das dein Freund? Können wir denn gar nichts machen? Oh, sieht so aus, als ob er zur Vernunft gekommen ist. Oh, wow, schaut euch diese ganzen Snacks an. Ist ja toll. So viele Leckereien, das reicht für uns alle. Schaut euch dieses Snackfest an. Hier, fang! Ups, ja, nicht jeder kann Glück haben. Oh je, die Krankenschwester hat es definitiv gesehen. Diese M&Ms sind konfisziert. Schwester, ist alles in Ordnung? Ich glaube, ich habe mal wieder einen genialen Plan. In diesem Kostüm wird mich niemand erkennen. Ich brauche nur noch ein Namensschild. Was hat denn Mike vor? Schwester, deine Schicht ist zu Ende. Du kannst gehen. Keine Sorge, ich mache hier weiter. Das hier werde ich gebrauchen. Sieht so aus, als hätte er gerade was Besseres zu tun. Okay. Oh, ich liebe diese Haribos.
Lecker schmecker? Oh, ich hab hier gar nichts. Mia hat Mike schon wieder nicht erkannt. Er sieht aus wie ein Krankenbruder. Oh, hallo! Und jetzt können alle wieder Süßigkeiten essen. Ja, manchmal hat man eben keine Lust, seine Süßigkeiten zu teilen. Oh, es ist lecker! Oh, oh. Sieht so aus, als hätten unsere Freunde Probleme. Ich kann alles erklären. Armer Mike, mach, dass du wegkommst. Oh, mein Kopf. Moment mal, keine Süßigkeiten im Krankenhaus. Das muss ich dir wegnehmen. Ist es etwa so schwer, sich an einfache Regeln zu halten? Hat Mike schon wieder eine frische Idee? Diesmal nimmt er ein Hemd, eine Krawatte, ein Kittel, eine Perücke. Und eine Brille. Ach so, er will sich als Arzt ausgeben. Oh, Doktor, es freut mich so sehr, Sie zu sehen. Ich habe eine Migräne. Helfen Sie mir. Bitte, bitte, geben Sie mir irgendetwas. Haben Sie eine Pille? Okay. Natürlich, ich bin doch Arzt. Moment, was sollte ich Ihnen geben? Das könnte Ihnen helfen. Bitte sehr, nehmen Sie diese Pille hier, wird Ihnen helfen. Sieht so aus, als hätte Dr. Mike ein paar Probleme. Die Krankenschwester musste feststellen, dass es keine Pille war, sondern ein Bonbon. Oh no! Mike ist gar kein Doktor. Also mach, dass du wegkommst. Diese arme Krankenschwester ist einfach eingeschlafen. Das kann ich verstehen. Da kann man ganz schön müde werden. Hey, das ist ja Mike. Schwester, du solltest aufwachen. Hä? Sie dürfen hier nicht rein. Ah, okay. Ja, natürlich. Kommen Sie rein. Und was ist das denn auf dem Boden? Oh nein, ich glaube, ich weiß, was das ist. Moment mal, zeig mal her, was du da hast. Dabei fing doch alles so gut an. Nicht diesmal, Mike. Die Krankenschwester ist ein richtiger Profi. Wie schafft sie es nur immer, die Eindringlinge aufzuhalten? Ist so, als ob sie alle Patienten einfach durchscannen würde. Oh wow, wer ist das denn? Was für ein interessantes Outfit. Ach so, das ist wohl ein Zauberer. Unglaublich. Du bist ja wirklich ein Magier. Das ist so lieb von dir. Hat sie sich etwa verliebt? Tatsächlich. Und schon hat er sich reingeschlichen. Der muss wohl wirklich ein Zauberer sein. Unser geheimnisvoller Gast hat es bis ins Mias Zimmer geschafft. Hallo? Wer ist denn hinter dieser Maske? Natürlich ist es Mike. Und wieder hat es geschafft, ein paar Süßigkeiten mit ins Zimmer zu schmuggeln. Ein genialer Trick. Oh, ich glaube, wir haben noch einen Zauberer gefunden. Yeah, eine Zaubererparty. Ja, Süßigkeiten schmuggeln ist halt eben nicht einfach. Das Wichtigste in diesem Geschäft ist eben, clever zu sein. Mike zeigt euch, wie das echte Profis machen. Er braucht nur ein paar Tricks. Und schon sieht das ganz schön glaubwürdig aus. Oh, mein Arm, er tut so weh, Schwester. Oh, tun Sie das bitte nicht. Ja, danke schön. Mia, hast du das gesehen? Ich habe mir die Hand gebrochen. Tut voll weh. Oh, tut mir leid, das wollte ich nicht. Ja, du solltest vorsichtiger sein, Mike. Aber schaut mal, was er euch mitgebracht hat. Bravo, Mike, das ist einfach genial von dir. Yeah, so viele Bonbons. Ja, wenn man im Krankenhaus ist, können einem eben nur Bonbons weiterhelfen. Was für schöne Torten. Ich bin bereit, das Dekor für meine auszuwählen. Wow, die Gummiwürmer sind toll. Mila, sieh nur, wie viele es gibt. Jetzt bist du an der Reihe, das Rad zu drehen. Ich fürchte, ich werde etwas weniger Leckeres bekommen. Ich wusste es. Echte Würmer sind eklig. Igitt, sie sind so hässlich. Sie kann ich nicht auf meine Torte legen. Es lässt sich nicht ändern, ob du willst oder nicht, du musst es tun. Ich schließe meine Augen, um es nicht sehen zu können. Mami, sie bewegen sich, das ist so schrecklich. Warum nimmst du so wenig? Du musst alles einbauen.
Ich hätte nicht gedacht, dass du so grausam bist, Kate. Ich dachte, du wärst meine Freundin. Ja, das ist nicht der beste Anblick, aber das ist nicht meine Schuld. So sind die Regeln. Ich will es nicht in den Mund nehmen. Die Würmer werden sich bewegen. Das kann ich sicher nicht überleben. Das ist ekelhaft. Ich muss sofort eine andere Torte essen. Igitt, es ist immer noch eklig. Sie schmeckt noch nach Würmern. Ich glaube, da krabbeln etwas auf meinem Gesicht. Oh nein! Noch Würmer? Ich bin schon satt. Sie krabbeln sogar in mein Haar. Wann wird das enden? Könntest du vorsichtiger sein? Ein Wurm ist mir direkt unter die Nase vorbeigeflogen. Gut, dass du alles aufgegessen hast und jetzt bin ich mit meinen Wummelwürmern dran. Eine bessere Dekoration kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin mir sicher, dass sie meine Torte nicht nur dekorieren, sondern auch viel besser schmecken lassen. Sieh nur, wie hübsch sie sind. Es sieht wirklich erstaunlich aus. Und wie köstlich es ist, kannst du dir nicht vorstellen. Ich könnte eine ganze Torte auf einmal essen. Eine bessere Kombination kann ich nicht mehr vorstellen. Kate, könntest du mir eine Freude machen? Gibst du mir wenigstens ein Stück ab? Bitte! Du sagst Quatsch. Darauf brauchst du nicht einmal zu hoffen. Eine andere Antwort habe ich nicht erwartet. Okay, ich werde dir eine Lektion erteilen, Freundin. Was ist das? Ein Angriff? Ich kann für meine Torte entstehen. Mal sehen, wer sich als stärker erweist. Verteidige dich. Verteidige dich selbst. Ich weiß, wie man angreift. Das ist ein ganz schöner Schlag. Du bist sehr gut im Kämpfen. Ich bin bereit, alles für die Torte zu tun. Ich habe verloren. Ich darf die Torte nicht probieren. Daran werde ich dich erinnern. Ich habe einen neuen Plan. Was machst du da, Mila? Jetzt gehört die ganze Torte definitiv dir. Na, das ist doch perfekt. Schlammig. Ich bin bereit, das Rad wiederzudrehen. Das wird mich wegwehen. Was für ein starker Wind. Oh nein, das kann nicht sein. Das sind die Chilischoten. Endlich hast du etwas Ekliges, nichts Süßes. Mal sehen, wie du es schaffst. Ich bin sicher, dass das Glück dieses Mal auf meiner Seite ist. Du hast Kaugummi-Augen. Das ist nicht fair. Warum denn? Das ist gerecht. Das Schicksal hat entschieden. Schau mal, wie gut die Kaugummi-Augen auf meiner Torte aussehen. Oh mein Gott, das ist die beste Kombination. An diese Torte werde ich mich immer erinnern. Ich möchte es auch probieren. Niemals. Du hast mit mir nicht geteilt und ich werde es auch nicht tun. Bist du verrückt? Du hast mir fast verletzt. Jetzt wirst du sicher nicht mehr meine Torte anfassen. Und wozu brauche ich diese Gabel? Ich esse sie mit den Händen, so schmeckt sie besser. Und außerdem kann man viel mehr auf einmal in den Mund nehmen. Ich kann mir nur vorstellen, wie köstlich das ist. Da wird ein Traum wahr. Du hast recht. Aber es gibt einen Nachteil. Es ist zu schnell ausgegangen. Hm. Es ist nur noch ein Kaugummi-Auge übrig. Ich werfe es hoch und fange mit dem Mund auf. Oh nein, das habe ich verfehlt. Ich weiß nicht, wie es passiert ist. Ein wahres Geschenk des Schicksals. Ich habe es geschafft, die Weingummi doch mal zu probieren. Und jetzt ist deine Chili-Torte. Danke, dass du mich daran erinnert hast. Okay, ich fange mit der Dekoration an. Übrigens ist es ganz gut gelungen. Schau mal, wie gut diese Farben zusammenpassen. Jetzt sag mir, wie deine Torte schmeckt. Ich könnte ohne das leben. Es scheint, ich muss es tun. Ich spüre schon etwas Scharfes. Ich mag kein Chili. Warum so wenig? Nimm mehr Stück auf einmal. Du wirst sehen, es wird nichts Gutes dabei herauskommen. Versuche nicht, mich zu verwöhnen. Iss alles auf. Alles. Ich hoffe, du bist jetzt glücklich. Oh nein, ich glaube, Feuer kommt. Mami, ich brenne. Vielleicht hätte ich es doch übertrieben, sie den ganzen Pfeffer essen zu lassen. Warte, Kate, ich hole dir etwas Wasser. Das hilft sehr. Ich danke dir. Ich bin jetzt an der Reihe, das Rad zu drehen. Kaktus? Wow. What? Aber es ist stachelig. Wie soll ich das essen? Warte eine Sekunde. Ich glaube, da war ein Fehler. Das Rad ist auf dem Pommes stehen geblieben. Also gut, es gibt keine Möglichkeit zu schummeln. Stimmt, mich kannst du nicht täuschen. Jetzt drehe ich das Rad. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass ich etwas Leckeres bekommen werde. Kaugummi, mein Bauchgefühl hat recht. Wow, so viele Sorten. Du hättest mir wenigstens einen von ihnen geben können. Niemals.
Ich möchte sie alle selbst ausprobieren. Ich denke, wenn man die Farben kombiniert, wird es sehr hübsch und hell. Gott, das riecht lecker. Ich kann mich kaum zurückhalten, es zu essen. Es ist wirklich toll geworden. So eine Torte würde ich auch gerne mal haben. Man muss nicht alle Kaugummis für die Dekoration verwenden. Man kann sie auch einfach so essen. Du hast recht. Schau, ich habe ein Herz. Wow, das ist wirklich schön. Ich denke, es würde die ganze Komposition perfekt abschließen. Das ist genial. Du bist eine wunderbare Dekorateurin. Danke dir. Der große Moment ist endlich gekommen. Ich kann ausprobieren, was ich gemacht habe. Ich habe keinen Zweifel daran, dass es wahnsinnig lecker ist. Oh ja, du hast hundertprozentig recht. Ich werde nicht aufhören, bis ich alles aufgegessen habe. Peter, aber du bist total schmutzig. Wo sind deine Manieren? Gib es zu, du bist einfach neidisch auf mich. Ich hatte ganz vergessen, dass man aus Kaugummi Seifenblasen machen kann. Vielleicht hörst du auf. Diese Blase macht mir Angst, sie ist wirklich groß. Schluss, ich muss jetzt aufhören. Entschuldigung. Was hast du getan, Mila? Ich bin ganz schmutzig. Das ist ungeheuerlich. Aber es ist deine eigene Schuld. Ich habe dir gesagt, du sollst aufhören. Aua, was für ein stacheliger Kaktus. Ich kann es nicht essen. Denke dich etwas aus, das ist dein Problem. Ich habe eine Idee und ich werde versuchen, sie zu verwirklichen. Ich fürchte, diese Schere wird nicht funktionieren. Ich brauche etwas Kleineres. Diese ist auch zu groß, aber die Manikürschere ist genau richtig. Es ist an der Zeit, meinem Kaktus die Haare zu schneiden. Die Stacheln stehen nicht gut für ihn. Das war also dein Plan. Genial. Danke. Ich hoffe, ich kann jetzt meine Kaktusorte essen und mich nicht verletzen. Aber warum dauert es so lange? Ich schlafe schon ein. Wach auf! Was hast du gemacht? Ich habe mir wehgetan. Beeile dich, dekoriere deine Torte und iss schneller. Ich habe es verstanden, ich muss meinen Kaktus reiben. Dann wird es viel bequemer sein, ihn zum Dekoration zu verwenden. Sieh nur, wie gleichmäßig die Schicht ist. Ich habe gute Arbeit geleistet. Sehr gut. Jetzt ist die Zeit herausfinden, wie es schmeckt. Der Kaktus ist ein bisschen bitter, aber insgesamt schmeckt alles nicht schlecht. Aha, gleich kommt der lustigste Teil. Ich wünsche mir einen Donut. Ein paar Donuts. Das ist doch ganz einfach. Oh, das werde ich schaffen. Ah, gute Wahl. Ja, ihr habt schon mit dem Kochen begonnen? Also, der Teig ist fertig. Wir stampfen unsere Donuts mit so einer speziellen Form aus. 3 Stück. Das wird genug sein. Jetzt müssen wir das Öl erhitzen. Erstmal die richtige Temperatur einstellen. Oh, come on! Oh, sieht ja toll aus. Ha! Ach, du meine Güte, was machst du denn da, mein Kleiner? Entspannt euch, das schaffe ich schon. Ja, was kommt als nächstes? Ah ja, das Öl. Ah, ich glaube, das wird reichen. Jetzt schön auf warm stellen. Was, ihr bratet schon? Okay, das heißt, ich kann auch anfangen. Bäm, 1, 2, 3. Oh nein, das Öl spritzt total. Oh man. Tom, warum hast du es so sehr erhitzt? Awesome. Ah, ich muss meine Donuts retten. Ach du meine Güte. Oh, hier ist was schiefgelaufen. Meine armen Donuts, die sind ruiniert. Oh nein. Macht ihr nichts draus, das wird schon. Ach, kommt schon. Das ist doch lächerlich. Schaut euch meine Donuts an. Jetzt werde ich sie noch dekorieren. Ich schneide sie auf. Der Mensch isst schließlich mit seinen Augen. Deshalb ist das Aussehen das Wichtigste. Alles muss wunderschön sein. Bellissimo. Oh ja, natürlich. Sieht toll aus. Aber meine Donuts werden ohne Dekoration besser aussehen. Ah, ihr habt das toll gemacht. Ah, Moment, mir ist was eingefallen. Ich nehme mir einfach Käse. So. Und der kommt jetzt in diese Donutform hier. Und jetzt benutze ich noch ein paar Cheetos als Topping. Ah, da werde ich einen Hammer gebrauchen. Weiß der überhaupt, was ein Donut ist? Yeah. Ah, ich werde das einfach als Streusel benutzen. Na los! Das muss sicher klappen.
Einfach wunderbar. Aber hier fehlt noch was. Ah, Oma, kann ich mal kurz deine Bratpfanne haben? Ja, natürlich doch. Dankeschön. Ah, wobei, nee, ich brauche nicht die Bratpfanne. Ich brauche einfach dein Herd. So, schön einrollen in Alufolie. Und jetzt kommen die Dinger auf den Herd. Aha, wir sind fast fertig. Ich glaube, wir sind soweit. Wunderbar. Na, seid ihr bereit? Wow, die sehen ja so schön bunt aus. Damit möchte ich anfangen. So richtig schön appetitlich. Auch noch mit Füllung. Was könnte besser sein? Und was haben wir hier? Ganz einfache Donuts. Die sind doch irgendwie ein bisschen zu trocken, oder? Was ist das denn? Ach du meine Güte, das sind ja Käse-Donuts. Oh, das ist einfach erstaunlich. Aber ich glaube, ich mag die Süßen mehr. Die Chefköchin hat gewonnen. Ha, hab ich doch gewusst. Nun, als nächstes wünsche ich mir ein Sandwich. Kein Problem. Du hast keine Chance gegen mich. Okay. Nun, ich weiß, wie man das macht. Ich werde auf jeden Fall Nutella gebrauchen. So, die Nutella kommt einfach auf ein bisschen Toastbrot. Und jetzt brauche ich noch ein paar Marshmallows. Come on! Ganz genau. Yeah! Perfekt. Und natürlich Schokolade. Und außerdem könnte ich noch ein paar Regenbogen-Gummibärchen verwenden. Und die Soße nicht vergessen. Oh, das wird mega süß. Und außerdem sieht das richtig toll aus. Wir sind fast fertig. Noch ein bisschen Popcandy. Fertig! Oh, come on. Ach, was für ein Albtraum! So viel Zucker. Ich werde ein ganz normales Sandwich machen. Etwas Schinken, etwas Käse. Und noch ein Toastbrot. Awesome. Wunderbar. Okay. Ein schönes, warmes Sandwich. Noch einmal kurz umdrehen. Wir sind fast fertig. Ach, das ist doch so banal. Ich brauche etwas Toastbrot. Perfekt. Hier kommt ein Blattsalat drauf. Ein paar Tomaten. Und jetzt... ein Sandwich ohne Fleisch. Was soll das denn? Das ist meine geheime Zutat aus der französischen Küche. Das sind Schnecken. Ach du meine Güte. Das wird wunderschön. Oh, mir wird gleich schlecht. Also, diese französische Küche habe ich noch nie verstanden. Auch noch Muscheln. Ja, die Muscheln passen perfekt zu diesem Sandwich. Oh, ist ja ekelhaft. Das nennt sich Haute Cuisine. Irgendetwas fehlt hier noch. Ah ja, genau. Dorblü-Käse. Passt hervorragend zu den Meeresfrüchten. Oh, ich halte das nicht aus. Oma, bitte, halte durch. Wir sind fertig. Meine Güte. Na, seid ihr bereit? Oh, was für ein tolles Sandwich. Ich fange damit an. Was ist das denn? Igitt! Oh no! Oh, das sieht doch viel appetitlicher aus. Probieren wir mal. Oh, ich liebe diese ganzen Süßigkeiten. Köstlich. Und das letzte Sandwich. Oh, ist das lecker. Das ist doch sicher von der Oma. Oma, das hast du toll gemacht. Du hast gewonnen. Oh, hurra, hurra, hurra. Und wie geht's weiter? Jetzt wünsche ich mir einen Cäsarsalat. Fantastisch. Na, endlich. Ach, was ist das denn? Na, dann wollen wir mal anfangen. Mann, Tomaten schneiden ist echt schlimmer, als ich gedacht habe. Wieso klappt das nicht? Oh, blöde Tomaten.
Ich schaff das noch. Hey, was erlaubst du dir? Pass doch mal auf. Schau mal, so einfach geht das. Eins, zwei, eins, zwei. Eins, zwei. Und fertig sind wir. Dazu kommen noch ein paar Salatblätter. Und das Hühnchen nicht vergessen. Eine ganze Menge davon. Wunderbar. Ach, mir gefällt der Salat schon richtig. Ah, seid ihr Amateure. Ich habe eine Idee. Ich brauche frische Rucola. Und meine geheime Mischung. Das alles kommt in den Mixer. Und jetzt heißt es schön durchmixen. Fangen wir an. Ah, fertig sind wir. Angeberin. Ich brauche einen kleinen Kochtopf. Da kommt die gesamte Flüssigkeit hinein. Was macht die denn überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Seltsam. Wie auch immer. Jetzt brauche ich eine große Spritze. Und pass mal auf, gleich geschieht hier Magie. Das hier ist eine Wurst aus der Molekularküche. Okay. Hier kommen noch Salatblätter mit hinzu. Tomaten. Und natürlich noch das Hähnchen. Come on! Ach, solche Stücke sind einfach nur perfekt. Hier kommt natürlich noch ein paar Croutons mit rein. Und den Käse nicht vergessen. Erledigt. Ach, genau, das hätte ich ja fast vergessen. Ich muss noch den Käse reiben. Hey, was ist denn hier los? Aber Gemüse schneiden macht so viel Spaß. Oh Mann, ich habe schon wieder was falsch gemacht. Ah, ich habe eine Idee. Ich benutze einfach diesen coolen Kaugummi hier. Ja, anstatt dem Salatblatt eben. Okay. Sieht richtig nett aus, oder? Hier kommen noch ein paar Glotzer mit hinein. Außerdem ein paar Marshmallows. Und ein paar Gummiwürmchen. Erledigt. Fertig ist der Salat. Ach, was für eine Geschmackslosigkeit. Schatz, wir sind bereit. Okay. Hm, probieren wir mal. Was ist das denn? Schmeckt ja gar nicht. Also da sage ich eindeutig nein. Und was haben wir hier? Sieht appetitlich aus. Ganz normaler Salat. Nichts Interessantes. Und was ist das denn? Was Interessantes? Das ist eindeutig der Gewinner. Yeah, ich hab's gewusst. Ich hab